Meine lieben Mitchristen, kaum etwas habe ich in der Corona-Zeit so vermisst wie die Begegnungen mit anderen Menschen. Der Wert von Begegnungen, wie sie unser Leben ausmachen, wie sie uns prägen und bereichern, ist vielen durch die Zeit der Entbehrungen in der Pandemie wieder bewusst geworden. Advent ist eine Zeit, in der Menschen zusammenkommen, aber mit ganz anderem Charakter als im Sommer. Da kommt Licht in der Dunkelheit. Da gibt es warme Getränke. Es wird gemütlich. Advent heißt auf Weihnachten zugehen und sich damit auf eine besondere Begegnung vorbereiten, auf die Begegnung mit Jesus Christus. In ihm kommt Gott selbst in diese Welt, um uns zu begegnen. Gott, der sich den Menschen gleich macht, kann dies nur aus einer grenzenlosen Liebe heraus tun. Wenn ich eine Ahnung davon bekomme, wie Gott uns da begegnet, dann kann diese Liebe auch meine eigenen Begegnungen prägen. Schon die Ankündigung der Geburt Jesu führt zu einer Begegnung. Nachdem der Engel Maria die Botschaft gebracht hat, macht sich Maria auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth. Sie ist erfüllt von all dem, was sie bewegt. Da sucht sie die Nähe eines vertrauten Menschen. Versuchen wir uns in diese junge Frau hineinzuversetzen, die auf dem Weg zu einem Menschen ist, mit dem sie ihre Freude, aber vielleicht auch ihre Bedenken teilen kann, dem sie anvertrauen kann, was sie bewegt und ihr Herz so erfüllt, dass es überzulaufen droht. Wer einen Menschen hat, zu dem er sich so hingezogen fühlt, über dessen Besuch er sich so freuen kann, der kann sich glücklich schätzen. Es ist etwas Besonderes, zu einem Menschen eine solche innige Beziehung zu haben, eine tiefe Freundschaft, die so echte Freude auslöst, ist ein Gottesgeschenk und ist oft verbunden mit der Dankbarkeit, dass es diesen besonderen Menschen gibt. Die beiden Frauen teilen nicht nur eine enge Freundschaft, sie teilen auch den Glauben. Auch Elisabeth hat am eigenen Leib erfahren, dass sich an ihr eine göttliche Zusage erfüllte. Im hohen Alter ist sie schwanger geworden und erwartet nun das ersehnte Kind. Der tiefe Glaube, die besondere Glaubenserfahrung verbindet die beiden. Sie können über das, was ihnen geschehen ist, miteinander reden. Sie wissen, die andere versteht mich und begreift, was mir passiert ist. Sie teilt mit mir ihren Glauben und ich kann mir mit ihr darüber sprechen, wie ich Gott erlebe, wie ich ihn erfahren habe. Wahrscheinlich konnten sie auch über das sprechen, was sie an Gott nicht verstanden, über ihre Fragen und Zweifel. In solchen Gesprächen kommen wir nicht nur einem Menschen näher,
Wir nähern uns auch Gott, wenn wir so mit anderen über ihn sprechen können. Maria will das, was in ihrem Herzen ist, mitteilen. Das ist für sie der Anlass, Elisabeth einen Besuch abzustatten. Da aber Elisabeth alt war, ging Maria auch hin, um ihr in ihrer Schwangerschaft zur Seite zu stehen und ihr jede Erleichterung zu verschaffen, die ihr möglich war. Und dann auch, um ihr das tiefe Geheimnis der Menschwerdung mitzuteilen, das in ihr geschehen ist. Meine Lieben, Evangelium ist ja nie nur eine Nachricht aus vergangenen Zeiten, sondern immer eine Botschaft für uns, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und handeln sollen. So frage ich mich, wann habe ich mich mal zu einem anderen Menschen aufgemacht oder auch nur angerufen, erfüllt von einer Botschaft, die ich ihm anvertrauen wollte. Zu welchen Menschen würde ich mich in so einer Situation aufmachen? Maria und Elisabeth, eine besondere Begegnungsgeschichte, die uns zeigt, wie wichtig die Begegnung mit anderen Menschen ist und die uns darüber dankbar sein lässt für die besonderen Menschen, die es in unserem Leben gibt. Und so wünsche ich Ihnen Freude an diesem Gaudete-Sonntag und doch manche gute Begegnung.